Jetzt, Bristol Bowfighter, I'm sorry, I'm so fucking sorry. MK6C, hier ist Knochen, Tag, grüßt euch. Also, wie gesagt, Schlachtflugzeug, Bowfighter MK6C, 4x20mm Hispano, haben wir geladen und an der Kanzel hinten 7,7, kann man aber vernachlässigen, denn die Kanzel wird selten dazu kommen, irgendwie zu schießen. Ist wahrscheinlich, ich glaube, der Bowfighter insgesamt ist mit eines der geilsten Schlachtflugzeuge überhaupt hier in dem ganzen Spiel. Ah, B38G. Es ist verhältnismäßig schnell, nicht so super wendig, also es hält sich in Grenzen, aber wenn hier so Aussteller kommen, dann sind wir gleich ganz gut dabei. Ich muss natürlich jetzt einen vernünftigen Winkel finden. Oh, du drehst dich super, mein Herzchen. Tschüss. Mach er, Dude. So, was kommt denn da oben? Junkers. Jack, haben wir noch da F2A? Ich glaube, ich zieh mal rüber. Da sieht es nicht ganz so voll aus. Oh. An die Fokker komme ich nicht ran. Die ist einfach zu fucking fast. Jetzt ist hinter mir jemand, kann das sein? Über mir. Jo. Okay, F2. Wupupupu. Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Ist blöd, weil es auch wieder so ein Domination Match. Wir sind hier in Berlin. Der versucht mir jetzt natürlich auszuweichen. Ist klar, der kleine Schlawiner hier. Du kleiner Schlawiner. Ich muss sehen, dass ich nicht zu sehr in Bombe befalle, denn ich habe doch größere Flügel als der Kollege hier. Oh Gott, ich muss ihn wegkriegen. Oh, Jägerretter. Bitch! Wie sieht es um mich herum aus? Hier haben wir einen Pulk. Und das ist ein scheiß Pulk. Oh. Schwierig, knifflig. Gefuckt. Ich werde auch wahrscheinlich gleich wieder drehen, denn hier sind mir eigentlich zu viele. Das ist blöd für mich. Ich muss ja, wie soll man sagen, konkurrenzfähig bleiben. Und mir kommen doch schon einige sehr, sehr, sehr nahe. Ich will also zu meinen Leuten zurück. Okay, ich krieg Treffer ab. Zwei Stück hinter mir. Das könnte blöd ausgehen jetzt für mich, denn ich bin nicht so wendig. Ich bin nicht so wendig. Ich habe es herausgefordert und muss dafür wahrscheinlich jetzt bezahlen. Es sei denn, ich komme noch zu meinen Leuten zurück. Vielleicht hier der Kollege mit der Lack. Wenn der mir helfen könnte. Wir sind Freunde, wir sind Teammates. Wir gehören zusammen. Ich könnte hier natürlich landen, aber ich bin noch nie mit dem Bowfighter gelandet. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt jemals schon mal mit dem Schlachtflugzeug gelandet bin. Ja, er will mir weiter auf die Zwiebel gehen. Dieser kleine Wichser. Ich muss eigentlich nur zusehen, dass ich irgendwie seinen Schüssen ausweiche. Gut, ich habe einen Treffer gemacht, das bringt mir überhaupt nichts. Leute, was ist los? Bless halb. Aber ich bin auch kampffähig. Ich bin kampffähig und das müssen wir ausnutzen. Blenheim. Ah. Hat nicht gereicht. Blöde, wir haben ja nur zwei Punkte hier und ich kann auf keinen von denen landen. Das wäre ziemlich dumm. Das wäre ziemlich dumm. Nehmen wir den Heinkel vor hier. Oh! Das ist natürlich immer wieder so in der vernünftigen, wie heißt denn das? Angle? Also wo. Wieder vernünftig zielen kann, ist natürlich sowas, also so wie er hier, das war einfach ein scheiß Manöver. Ich wollte irgendwie nur den Satz zu Ende bringen, ich wusste nicht, wie das machen sollte. Ja, und so Manöver, ich meine, man sieht ja natürlich, es dauert ein bisschen, bis ich wieder vernünftig zielen kann, bis alles wieder an der Position ist.
Käse Captain. Hier ist es sehr voll, da sollte ich mit dem Kollegen hier nicht reingehen. Es sei denn, ich puppel mir hier welche raus. Und ein Fugu-Fisch, heißt das Ding nicht Fugu? Den hat sich schon wer gegriffen, bevor ich ran konnte. Der will auch cappen, offensichtlich. Mein Ziel ist es, ihn daran zu hindern. Er hat sich selbst daran gehindert. Auch nicht schlecht. Aber ich muss weg, ich muss weg. Oh shit, Mother Trucker. Ich glaube, das wird jetzt auch wieder sehr schnell vorbeigehen hier. Ich hoffe, der beendet mein Leiden schnell. Es sei denn, die Kollegen holen ihn runter. Irgendwie. Bitte, bitte. Man ist wirklich darauf angewiesen, natürlich, dass Abschusshilfe immer sind. Dass Abschusshilfe verschisse und dann ist... Oh. Wer kommt denn da? Könnte ich jetzt raufgehen. Aber wenn da eh schon vier mit beschäftigt sind, wozu soll ich mich da noch hinbewegen, ne? Dann lieber auf die Jack oder was kommt hier? Wieder Fugu-Fisch. Fugu! Das irritiert mich, das heißt doch Fugu. Wow, shit, motherfuck. Ich glaube, das hat sich jetzt erledigt hier für mich. Ja, denn, wie die Briten kennen, selten geht das Feuer aus. Aber ich werde einfach noch eine Runde fahren. Das ist halt so bei diesen Domination-Matches, das ist echt schon ein bisschen heftig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Ich nehme einfach den Schub raus, weil so oder so würde ich abbrennen. Aber ich denke nicht, dass... Das hat sich erledigt. Ich denke nicht, dass das klappen wird. Blöde ist, ich habe jetzt nur noch Bomber parat. Gut, rein. Ist egal. Could I go? Sorry. Jetzt habe ich es erst gelesen. Ja. Was mache ich jetzt natürlich mit dem Bomber? Und gerade auch noch so ein Papierbomber, der eigentlich nichts aushält. Was mache ich mit dem Bomber, wo es hier keine Bodeneinheiten gibt? Das ist die Frage. Ich kann natürlich einen Head-On irgendwie, aber ich glaube, das nutze ich überhaupt nicht. Da versuchen welche zu cappen. Irgendwie, ich muss versuchen, sie irgendwie dran zu hindern. Hoppala. Captain, die kleinen Schwanze. Es würde sich jetzt nur lohnen, wenn er jetzt dort bleiben würde. So wie vorhin, wo ich auch tatsächlich mit der Bombe einen abschießen konnte. Abschießen ist natürlich relativ, denn da war ein riesiger Krater natürlich und sein Flugzeug war dazwischen. Aber okay, ich will meinen Beitrag irgendwie leisten hier. Irgendwie. Irgendwie will ich irgendwas machen. Ich könnte... Hey. Ich könnte zugucken, wie die anderen hier zum Beispiel die abschießen. Okay, dann cappt man hier. Letztens habe ich tatsächlich mal versucht, mit dem Bomber zu landen. Ich hatte blöderweise auch einen Wellington dabei und ich habe die Bombe nicht abgeschmissen. Ergo bin ich explodiert. War ein bisschen blöd. Gebe ich ehrlich zu. Also liegt nicht so gut. Aber ich hab's versucht, ich hab's versucht. Arschloch. Also frontal ist ja Wellington auf jeden Fall überhaupt nicht effektiv. Und scheiße, Fuß weg. So, wenn natürlich die Dornier jetzt hinter mir ist, dann ist so gut wie gelaufen. Dann kann ich mir das sparen hier. Und vor allen Dingen, wir wissen ja, wie wendig so ein scheiß Wellington-Bomber ist. Kannst irgendwie in die Tonne treten. Obwohl er eine gute Bewaffnung hat. Er ist ja gut bewaffnet. Aber er hält einfach nichts aus. Und das ist nämlich das Hauptproblem bei diesem Flugzeug. Aber gut, hier geht es auch nicht um Wellington. Das mit Feuer. P400, hier sitzt sie alle. Ich fliege einfach rein und hole mir nochmal 5000 Abschusshilfen. Ja, sieht auch dementsprechend aus hier.
sind sie alle hinter mir. Aber je häufiger man natürlich auch aufs selbe Ziel trifft, desto mehr Kohle bekommt man natürlich dazu. Und das will ich eigentlich hier auch versuchen. Einfach noch ein bisschen Kohle sammeln. Jo. Ich meine, ich habe 20 mm hinten. Oh Gott, da muss er irgendwas bringen. Ich dachte echt, der holt mich jetzt runter. Bin ich schwer davon ausgegangen, wie der Schütze lädt nach. Das ist scheiße. Ich muss irgendwie jetzt in eine Position drehen, wo... Oh, das ist aber blöd, wenn die direkt so hinter mir sind. Uiuiui. Aber, ey, ich sagte gerade noch Papierbomber, aber das ist schon wie Kruppstahlpapier hier. Krupppapier. Der Schütze ist ausgeschaltet. Ich fliege auseinander, aber ich krieg... Alter, was kriege ich an Treffern ab? Gut, ich habe lange durchgehalten mit dem. Ich bin selbst erstaunt. Wirklich. Wenn nur der verfreakte Schütze immer wieder nachlädt. Vor allem, wie lange ist er ausgeschaltet? Ist jetzt für immer ausgeschaltet? Kommt da nochmal was? Ich glaube, hier funktioniert gar kein Schütze mehr. Dafür sieht mein Flugzeug aus wie ein Schweizer Käse. Wie lange braucht er zum Nachladen hier? Das irritiert mich doch immens. Und wie lange sie damit beschäftigt waren, mich abzuschießen? Im Prinzip habe ich drei Leute aus dem Spiel genommen, weil die diese bekackten Lemminge einfach nur diesen verkackten Bomber abschießen wollten. So, einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Wie sieht es eigentlich aus? Muss ich gleich mal gucken. Ah! Ja. Punkte technisch immerhin nicht der schlechteste. So. Der Kollege muss mit seiner Boomerang jetzt endlich landen. Ich will das hier hinter mich bringen. Ich fliege dann noch eine Runde. Gib mal Speedbottle da, Doc Faraday und die fünf anderen, die da sind. Matrix. Du Matrix, jetzt bist du dran. Wie viele Flugzeuge hat der Gegner so verloren? 3, 4, 3, 5, 4, 3, 3. Es geht. Es geht. Also ich habe schon Leute gesehen, die haben echt 9 Flugzeuge verraucht und das Match war noch mal nicht vorbei. Das muss man natürlich auch erstmal schaffen. So. 3A sieht schlecht aus. Ich fliege rein. Ich bin jetzt gar nicht mehr darauf bedacht, jetzt wirklich dieses Flugzeug zu retten hier. Ich will eigentlich nur... Richtig. Ja. Echt jetzt? Wie hat denn der das gemacht? Würde mich interessieren. Der war doch eigentlich schon 5000 Mal an mir vorbeigeflogen. So eine verwichste Kacke hier. Echt. Manchmal ist das Spiel totaler Bullshit. Echt. Manchmal ist es so Bullshit. Vor allem, wenn da Leute durch, wenn du mit Panzer unterwegs bist und die schießen durch die verkackten Häuser. Dann denkst du so, was? Willst du mich verarschen? Aber, wenn sie es machen können, weil das Spiel so verkackt ist hier teilweise, dann ist es auch wieder, ich flieg noch eine Runde mit Labeck hier, komm. So, ich sag dir, ich mach noch eine Runde. Nochmal mit dem Biofighter, Bowfighter, mein Gott, ich habe mich so an dieses Bio gewöhnt, weil man, ja, man sagt ja auch Beauty und nicht Boaty. Ja, egal. Auf jeden Fall habe ich es in irgendeiner Doku gesehen, haben sie auch Bowfighter gesagt, aber ich glaube, auch die sprechen das falsch aus. Vollkommen Wurst! Also ich bin eben gerade noch in der Runde auf dem vierten Platz geblieben, immerhin. War auch kurz danach, nachdem ich dann mein letztes Flugzeug verloren habe, vorbei. Hier habe ich jetzt keine Sekundärbewaffnung dran, weil die einzige Sekundärbewaffnung wäre ein Torpedo. Und das lohnt sich einfach für mich nicht. Also wenn Torpedo, dann nehme ich das mit leichteren Flugzeugen mit und nicht mit solchen relativ klobigen Teilen hier. Wir sind jetzt hier in Neuguinea. Ist mir auch nicht so bekannt, die Karte. Ich meine, ich war schon auf jeder Karte hier, aber das, ich glaube, Neuguinea ist auch so eine Karte wie hier bei den Panzern die Karpaten. Nee, nicht Karpaten. Karelien. Wo man wirklich alle 3 Monate einmal raufkommt. Ja, das sieht ja scheiße aus hier. Was ist das wohl denn? Vielleicht soll ich einfach versuchen, weiter oben zu bleiben. Was haben wir denn dahinter? 88. Das Blöde ist natürlich, dass die höher sind als ich und ich natürlich viel schneller an Geschwindigkeit verliere. Das heißt, ich würde kurz vor Schluss, oh Gott, ich schätze mal bei 250 wird sie auch blöd dann. Ungefähr jetzt gleich nochmal Schub geben. Muss unbedingt dieses Ding kriegen hier.
Oh. Das war knapp. So, für mehr reicht es leider nicht. Die 88 kriege ich nicht. Schätze ich mal. Na, das sieht nicht danach aus. Hast du ein Glück? Hast du ein Glück? Obwohl, ich kann nochmal hochziehen. Ne, ich glaube, das bringt überhaupt nichts mehr. Der ist auch schon drüber hinweggeschossen über mich. Mal gucken, wie es hinter mir aussieht. Oh, shit! Jetzt habe ich ihn erst gesehen. Ja, du kleiner Harren. Das Blöde, ich habe keinen Gutschein mehr. Wenn ich den jetzt hier verliere, dass sie die ganze Zeit mit was anderem fliegen. Oh, fuck, Alter. Ich muss also zusehen, dass ich so schnell wie möglich runterkomme hier. Und der Fucker verfolgt mich. Und zwar nicht zu knapp, nicht zu knapp. Wo sind meine Leute? Da, wo der Rest ist. Diese scheiß verkackten Mob da. Okay, aber wir nutzen die Chance auf die Henkel 51 hier. Das war natürlich nicht so schwer. Gebe ich zu, gebe ich zu. Gerade noch davon gekommen. Bisschen angefressen sieht natürlich mein Heckruder aus, aber alles okay. Weitestgehend. Also ich denke mal, im realistischen Modus, beziehungsweise RB, hätte ich jetzt wahrscheinlich das Flugzeug auch nicht mehr bei der Geschwindigkeit. Obwohl, es blinkt ja noch nicht auf, aber ich weiß nicht. Ich glaube tatsächlich bei 750 oder so ist ja auch Feierabend mit der Belastung. SBM2. Ich sage immer SBM2, SB2M. So wäre es richtig. Weg. So, ich fliege zu meinen Leuten, denn ich will nicht in den Pulk von den anderen da fliegen. Da habe ich nämlich kaum Support, keinen Schutz. Wenn vor. Könnte was werden. Müsste ich gucken. Der Lack ist auch noch dabei. Der ist einfach abgestürzt. Okay. Wenn man mal hinschaut, dann sieht man eigentlich, dass dieser... Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen und gehört und ich bin gefickt. I'm so fucked in the ass, you motherfucker. So, helft mir, helft mir. Ich bin euer Teammate, ihr müsst mir helfen. Diese Lack kriegen hier. Weg ist weg. Scheißegal. So, meine Teammitglieder haben sich offensichtlich dazu entschlossen, einfach ihren eigenen Wegen zu gehen, ihren eigenen Wegen zu folgen und interessieren sich nicht dafür, dass hier ein Teamkamerade zerschossen wird. Gut, damit muss ich wohl leben. Ich werde es auch nicht ändern können. Trucker. Ne. Die versuchen natürlich jetzt bei ihrer Basis hier, ich werde mich jetzt opfern. Ich werde mich opfern. Fuck. Wollte gerade noch abdrücken. Aber für einen Jagdspieler ganz schön schlecht. Ganz im Ernst. Noch nie so einen beschissenen Jagdspieler gesehen. Sonst, also ich sag mal, ein normaler Durchschnittsspieler sieht mich mit seiner Jag, feuert zweimal und spätestens dann bin ich weg. Und der Kollege war ja richtig mies. Was hat er Angst gehabt? Vor einem 7,7 mm Schützen hinten? Hat er davor Angst gehabt? Echt jetzt? Oh, armselig. Armselig. Komischerweise ist er der Beste bei dir. Das kann ich nicht nachvollziehen. Der ist ja voll schlecht. Richtig schlecht. Und das sage ich jetzt nicht, weil er mich abgeschossen hat, sondern weil er einfach schlecht war. Und das war ja offensichtlich. Ein bisschen runterziehen hier. Wir haben nur eine Junkers 88. Okay, der hat Offensivbewaffnung, aber die ist nicht sonderlich stark. Und daher sehe ich das als jetzt nicht zu wild an hier. Arjaf. Klingt so wie Orion. Orion Superhuman. Jetzt sollte ich rüberziehen, aber ich glaube, der Weg zur Linken oder jetzt zur Rechten wäre derselbe. Natürlich will ich auch nicht jetzt meine schöne 4000 Pfund Bombe einfach auf schon fast fertiges Ziel schmeißen.
Hinter mir ist viel los. Spitfire wird wahrscheinlich versuchen, auf jeden Fall irgendeinen Bomber hier zu kriegen. Ich kann natürlich auch auf Bodeneinheit schmecken. Fuck off. Echt jetzt? Schon wieder diese verkackte Jack. Und das wird es auch gewesen sein. Wenn man nicht ständig schaut, ne? Wenn man nicht ständig schaut. Ich versuche irgendwie noch zu dieser Basis zu kommen, was wahrscheinlich nicht gelingen wird. Oder den Typen da zu killen. Hätte ich auch Bock drauf. Der hat ja gerade versucht, er ist abgestürzt. Ne, er ist noch da. Er ist noch da. Er versucht noch. Ich werde ihn versuchen zu killen. Ich werde es versuchen. Und ich hoffe, die Jack hat jetzt die verkackte Munition verbraucht. Es sieht nicht so aus, er ist zumindest noch da. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt versucht, mich hier zu retten. Ihn zu retten hier. Ihn zu retten. So, aber 4000 Pfund sollten ausreichen, um den Typen ins Jenseits zu befördern. Yep. Es hat gereicht. Da wird er natürlich nicht mehr reparieren können. Ich meine, er kriegt alle Teile nochmal zusammengefummelt da, aber ich denke, das wird nicht passieren. So. Naja, wie man es nimmt, verhältnismäßig gut geschlagen, obwohl, ich meine, das ist jetzt ein Count sozusagen von 2 zu 1. Also 2 Kills, 1 Tod. Ich habe keinen Bock mehr dahin zu fliegen. Bei uns sieht es aber blöder aus. Ich meine, ich würde wirklich gerne irgendwas versuchen hier, aber mit dem Scheiß, der da rumfliegt. Wie viele Flugzeuge jetzt dieser Ariaf schon verloren? Oh, eben gerade war er noch erster, jetzt ist er schon vierter. Ich könnte natürlich versuchen, auf Bodeneinheiten zu gehen. Ich will aber gar nicht zu tief runter, ehrlich gesagt. Knifflig, knifflig. Hier sind nicht genug Leute, die auseinanderpflücken. Lass noch eine andere Umwelt lenken. Aber der Kollege immerhin, okay. Du bist mein Motivator. Du bist mein Motivator. Ich werde jetzt wirklich straight runter zur anderen Basis. Hoffen, dass ich durchkomme. Diese verkackte MC will mich ficken. Ich sehe es, ich rieche es. Du hast ja den Pimmel nicht gewaschen. Ich muss durch. Ich muss irgendwie durch dort. Aber wenn ich schon die Mix sehe. Oh, das wird doch nichts. Das wird doch nichts. Scheiße, aber der Typ hatte mich motiviert. Er hatte mich motiviert. Ich dachte, komm, eine Basis. Die kriege ich natürlich auch fast mit denen. Oh, scheiße. Oh Gott, ich sehe die verkackte Mick. Ey, ich habe so gar keinen Bock. Und ich bin nicht schnell genug. Ich brauche mehr Power. Mehr Speed hier. Sie wollen mich natürlich ficken, das ist klar. Oh Gott, ey, ich halte nicht genug aus. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Oh Gott, das ist jetzt, wenn ich es noch schaffen würde. Dann hätte ich das Ding so gut wie sicher. Fuck! Russen, Huren, Pisse! Ja, so sieht das aus. Fresh and funky! Du musst das schaffen. Auch mit dem Schreibfehler in deinem Namen. Egal, du musst das schaffen. Ich hasse das. An manchen Tagen siehst du nur Russen! Ja? Und ich bin so jemand, ich sag so. Ich bin jemand, ich glaube, diese russische Scheiße hier in dem Spiel ist überzüchtet. Ja. Von jedem anderen Spiel, wenn sie nicht so ultrapatriotisch ist wie diese freundlichen Russen. Ja. Wäre es nicht so. Da würde es wahrscheinlich wirklich akkurat laufen. Aber ich glaube auch zum Beispiel, ich gebe auch zu, wenn das ein amerikanisches Spiel wäre, wären wahrscheinlich die Amerikaner alle weitaus stärker. Und die sind stärker. Jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, weiß das. Da brauchst du nicht kommen hier, ja, die haben noch 20 mm und brandfesten Lack irgendwie drauf. Oder 30 mm, ist doch klar, dass sie jeden wegschießen. Aber nicht, wie sie ständig das machen. Wie? Das Wie ist teilweise die Hauptsache. Vor allem kann es nicht sein, wenn man wirklich 20 mm mit einem deutschen Flugzeug auf so einen Russen schießt, der einfach nicht verreckt. Darum geht's. So. Genug gehatet hier. Ja, ich denke jedenfalls schon, dass die Russen zumindest einen kleinen Vorteil haben. Ich sag nicht die ganze Zeit, aber sie sind schon im Vorteil. Upp. Kotzt mich jetzt jedenfalls an, dass ich diese scheiß Bombe nicht ausklinken konnte. Er ist noch drin, aber ich glaube, der schafft das nicht.
Wenn er das schafft, wäre er echt mein persönlicher Held. Digga, schmeiß das Ding raus. Wo ist denn die verkackte Basis? Momente. Wäre ja nur noch der Flugplatz. Nein, nein. Schade. Trotz allem, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst doch ein Abo. Wäre schön von euch. Und ja, dann viel Spaß noch beim Zocken. Überraschung, was ist das denn hier? Was ist das? Wino Emblem. Wino. Cool. Danke, ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst doch ein Abo. Auch wenn ihr Russen seid, ich kein Problem mit euch. Ja, solange ihr, ne, nicht so... Ja, und ja, wir unterhalten uns mal ein anderes Mal drüber, ne? Beim Bierchen oder so. Also, hinterlasst ein Abo. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und ja, haut rein, ne? Viel Spaß beim Zocken.